Mit dem Blechhaufen verbindet mich schon eine lange Freundschaft. Ich kenne die Jungs schon, bevor ich sie persönlich kannte, als Fan. Wir haben uns bei Konzerten kennengelernt und haben viel zusammen musiziert, vor allem neben der Bühne. Das war immer sehr, sehr spaßig. Man kennt den Blechhaufen-Sound, das hat mich schon immer fasziniert. Und in meinem Kopf ist schon lange der Wunsch aufgekommen, was zusammen mit den Jungs zu machen. Wir hatten wahnsinnig Spaß im Studio, mit sehr viel Schweiß und auch viel Arbeit. Und die Jungs haben einfach Power. Und es ist ein tolles Album geworden. Man könnte sagen, so ein bisschen Blechhaufen 2.0.